Grüß Sie, ich bin der Nöbelferl, zeige euch die geschichtliche Entwicklung der Skibindungen. Dieser Ski ist eine Backenbindung. Vorne an der Backe hat er einen Zehenriemen, so hat man das genannt, damit der Schuh einen guten Halt hatte. Den Rest, den Sie hier sehen, ist ein Lederriemen mit einer Schnalle, die man schließen kann. Und daher hatte der Schuh keine gute Führung zum Ski. Man rutschte da hin und her und es war sehr schwierig, in dieser Zeit mit solchen Ski Ski zu fahren. Um 1930 wurde dieser Ski entwickelt, das ist ein Hickory-Ski. Die Bindung ist eine Bilstein-Strammer und natürlich auch in dieser Zeit mit der fortgeschrittenen Bindung war es trotzdem noch sehr schwer im Gelände oder auf Pisten Ski zu fahren. Ja, das ist eine Kabelbindung, die man verstellen kann für verschiedene Schuhgrößen. Ist eine Backenbindung, hat natürlich auch, wie man sieht, hier eine Öffnung in den Backen, um dass man einen Zehenriemen einschieben kann, um dass der Schuh auch hier vorne einen guten Halt hatte. Ist eine Kandahar-Bindung. Die Bindung, das ist eine der ersten Bindungen, die von Tirolia gemacht wurde, ist eine Einstiegbindung, die natürlich wesentlich moderner ist, als was wir vorhin gesehen haben. Durch diese Bindung hatte natürlich der Schuh einen fantastischen Halt zum Ski und man konnte den Ski einwandfrei kontrollieren, auf den Pisten auch beim Rennsport. Moderne Bindungen besitzen Sicherheitsfeatures wie Skistopper und auf das Gewicht und Fahrkönnen abgestimmte Verschlussmechanismen. Der Trend geht dahin, die Bindung im Ski zu integrieren. Eine Platte unter der Bindung erlaubt es, extremere Radien zu bauen und auch zu fahren. Das Material ist natürlich nicht alles. Rauf auf die Piste, fahren, fahren, fahren. Pfiat euch!